Servus Bananen, zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Ja, wie ihr schon erahnen könnt, geht es heute mal wieder um das Thema Axt oder Beilwerfen. Genau, und zwar, wenn man viel schmeißt, geht auch ein bisschen was kaputt und auch die Scheibe leidet darunter. Und dieses Mal zeige ich euch, wie man diese Scheibe ausbessert, wie man da mit Brennholz, Hartholzstückeln diesen Spalt, der da entsteht, wie man den wieder ausfüllen kann. Zum Schluss schneidet man ab und dann haben wir wieder eine richtig schöne Scheibe. Das Thema von dem heutigen Video, ich hoffe, das taugt euch, gebt mal gleich einen Daumen, damit ihr es nachher nicht vergesst. Oder falls euch das Video nicht gefällt, dann habe ich zumindest schon mal einen, gell? Ja, viel Spaß dabei! Ja, ich weiß, die Lichtverhältnisse, die sind wieder mehr als perfekt, gell? Da hinten, da habe ich jetzt zum Ausbessern noch ein Brett reingesetzt, damit die Scheibe da richtig fest ist und damit die nicht so aufsplittert, wenn ich jedes Mal hier unten in den gleichen Bereich reintreffe. Ich weiß nicht, das ist anscheinend so hier mein bevorzugter Spot zum Treffen, wenn ich mit irgendwas Neuem übe. Und das ist halt einfach Mist. Das bessern wir heute aus. Da habe ich ein neues Brett drinnen. Da oben ist ein neues Brett drinnen. Es hat den Hintergrund, dass wenn man mal drüber schmeißt mit irgendwas Neuem, damit es da oben nicht drüber fliegt und hinten einschlägt und auf meinen Schraubstock drauf fliegt. Weil dadurch ist halt die Klinge ziemlich schnell kaputt und das ist halt einfach, ja, Mist. Da werden wir jetzt verschiedene Buchenstücke nehmen. Die werden wir mit Spaltbeil, werden wir die zuspalten. Und dann werden wir die hier so nach und nach reinklopfen, bis dieses Loch wieder voll ist. Da fangen wir jetzt von da unten an und dann arbeiten wir uns da hoch. Am besten ist es natürlich, wenn sie auf der einen Seite schmal sind, auf der anderen Seite ein bisschen breiter werden, dann kann man sie richtig schön einklopfen. Bevor ihr hier dann so richtig auf Spannung geht, müsst ihr natürlich die Scheibe von rechts und von links unten sichern, dass euch die nicht hier auseinander gehen kann. Dann nehmen wir ganz lange Schrauben und spaxen die von unten hier durch und dann kann die hier nicht mehr weg.
geht es hier um. Dann machen wir das jetzt noch schön voll und dann schneiden wir es ab. Ihr könnt jetzt da die Zwischenräume noch mit Bauschaum aussprühen und dann wäre das eine richtig geschlossene Fläche, aber ich werde das nicht mit Bauschaum machen, weil irgendwie mag ich da draußen keinen Bauschaum haben. Ja, und jetzt müssen wir es nur noch kürzen. Gell? Und zum Kürzen nehmen wir jetzt nicht meine Lieblingssäge, also meine Lieblingshandsäge, sondern dann nehmen wir mal ein bisschen was Größeres, damit das schneller geht und ich da jetzt nicht ewig rumsägen muss. Jawohl, und jetzt geht's zum Axtwerfen. Wie stehen die Chancen, dass man genau das Steckerl trifft? Das ist unglaublich. Das ist natürlich für den zweiten Wurf total super. Der Sicherheitswurf. Kein Sponsoring, ich mag es einfach nur gerne. Und da ich viel davon trinke, habe ich viele leere Plastikflaschen rumstehen. Und was macht man damit? Ist ja kein Pfand drauf. Natürlich drauf werfen. So muss das. Das war's mal wieder aus dem bayerischen Outback. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen. Gell? Ja, so bessert man eine Wurfscheibe aus. Ansonsten gibt es mal einen Daumen nach oben. Ja, habt ihr ja eh schon gemacht. Und abonniert meinen Kanal, hinterlasst Kommentare, schaut euch das nächste Video an, empfehlt mich weiter, kauft kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch was. Schönes Wochenende. Piert's euch.